Freunde, willkommen zu einem neuen Video von Basement 45. Heute mit SACD, Super Audio CD gegen Vinyl. Geht das überhaupt und was ist eine Super Audio CD? Ganz knapp erklärt, denn allzu technikaffin und besessen bin ich nicht. Es ist ein höher oder ein hochauflösenderes Format als die CD, die Compact Disc. Und im Falle von MFSL oder vielen verschiedenen Herstellern gibt es Hybrid-SACDs, das heißt, ihr habt eine CD-Spur und eine SACD-Spur, eine Super-Audio-CD. In dem Falle von Mofile haben wir hier ganz kleine oder CD-großformatige Repliken einer Schallplatte. Ich sage euch das mal, das macht es für mich so besonders. Wir haben nämlich auch hier einmal gefütterte Innenhüllen. Ich zeige euch das mal, wie das hier so aussieht. Wir haben wirklich, sieht ein bisschen andersfarbig aus. Hier die Bitches Brew. Aber wir haben gefütterte Innenhüllen. Wir haben in der Tat auch nochmal, wie von MFSL, ein Booklet zum Aufklappen mit allen Informationen zu der SACD, die gedruckt wurde, und sogar noch ein richtiges Booklet, also wie eine Schallplatte. Extrem hochwertig das Ganze gemacht. Für mich deshalb auch ein Grund, auf SACD wiederzugehen, auf SACD, nicht zu D. Ich hatte vorher oder vor einigen Jahren öfter mit SACD zu tun. Ich habe die gerne gehört, von Lin gab es eine Serie, hat auch den einen oder anderen SACD-Player. Und jetzt geht es darum, ja, kann man diese Formate vergleichen? SACD gegen natürlich die MFSL-Schallplatte von Blood on the Tracks, wie eben auf SACD von MoFi, und natürlich der Bitches Brew MFSL-Version auf Schallplatte, auch von MoFi, wie ihr eben gesehen habt. Hier, jetzt fällt alles runter als SACD. Das Allerwichtigste, kann man diese beiden Formate vergleichen? Für mich nein, absolut nicht. Deswegen ist das völliger Quark in meinem Sinne, wenn einer eine SACD oder eine CD gegen Vinyl vergleicht oder deren Klang. Wie soll das auch gehen? Mit der gleichen Peripherie funktioniert es nicht. Das sind grundverschiedene Formate, digital gegen analog. Man kann nicht die gleichen Geräte haben, um es oder es klanglich zu vergleichen oder gegeneinander zu stellen. Funktioniert in keinster Weise. Das allerdings meine Meinung. Wenn es doch funktioniert, sagt mir bitte wie. Allerdings Schallplattenspieler gegen ein CD, also gegen einen CD-Player digital. Wie, nach welchen Standorten oder nach welchen Produkten, nach welchen Peripheriegeräten will man das denn eigentlich auf einen Stand bringen, damit man denkt, man hat zumindest die gleichen Voraussetzungen? Ich für meinen Teil glaube, das ist gar nicht möglich und es wäre auch absoluter Käse. Deswegen SACD gegen Vinyl oder CD gegen Vinyl geht nicht, zumindest nicht vom Klang her. Was aber geht? Und das kann ich euch sagen, weil ich habe sie ja lange gehört, ist SACD gegen CD, wie in diesem Falle. Beide Spuren sind da drauf und ich kann bei meinem SACD-Player zwischen CD und SACD wechseln. Ist der Unterschied groß? Nein. Ist der Unterschied hörbar? Ja. Für mich allerdings macht eher das Erlebnis dieser schönen Verpackung auch da limitiert mit den ganzen Zugaben, dieses hochwertige Format, dieses Booklet, dieses Cover, das ist alles sehr dick, das typische MFSL-Knacken, das macht einfach alles Spaß. Warum ich mir das kaufe, ist, wenn ich im Falle von Warren 7 einfach nicht 90 Euro für eine MFSL-Schallplatte ausgeben möchte. Dann tun es 30 oder 34 für eine MFSL-CD oder von mir aus 45, dann bin ich immer noch bei der Hälfte und kann das Album dennoch in einer hervorragenden Qualität genießen, Spaß dabei haben und muss nicht 90 Euro ausgeben, wenn es mir das Album
denn in dem Falle nicht wert ist. Ansonsten Alben, die ich liebe, habe ich gegeneinander verglichen und da bin ich auch froh. CD gegen SACD. Man hört einen Unterschied bei meiner Kette, auf meinem SACD-Player. Ich kann nur von meinen Geräten beurteilen. Und von früher, von dem Arkam CDS27, ist SACD-Wiedergabe immer ein Stück wärmer, ein Stück analoger, auch wenn das paradox klingt. Es ist ein bisschen weicher gezeichnet, finde ich. In der Tat, es ist weicher gezeichnet. Es ist sauberer. Gleichzeitig, auch wenn es weicher gezeichnet ist, das ganze Klangbild, es klingt weniger digital. Ja, ich weiß, Vorurteile, aber so lässt sich es am besten beschreiben. Nichtsdestotrotz, auch auf dieser SACD hat man diesen digitalen Schimmer. Ich nenne ihn einfach digitalen Schimmer, der, wenn man viel auf Platte hört oder ein reiner Analog-Fan ist, natürlich nach einigen Minuten sofort ins Ohr fällt und sich da festsetzt und man merkt, hier stimmt irgendetwas nicht und es klingt ein wenig anders. Auch wenn man die beiden Formate meiner Meinung nach nicht vergleichen kann, habe ich es natürlich gemacht. Ich habe die beiden Schallplatten jeweils gegeneinander antreten lassen und dann als SACD natürlich Bob Dylan, einer meiner Lieblingsalben, und Bitches Brew. Ich nehme die Platte in jedem Fall immer. Warum? Es klingt besser, wäre es natürlich richtig doof zu sagen. Es klingt strukturierter, es klingt weniger verwaschen, es klingt untenrum reliefartiger, ausgeprägter, es hat mehr Grip, es ist griffiger, das Ganze. Ich weiß nicht, ob besser aufgelöst. Das Panorama oder die Bühne sind ähnlich sogar. Da ist nicht viel Unterschied. Allerdings, das Ganze wirkt mir ein wenig dreidimensionaler. Ja, und ich will nicht sagen mehr Punch, weil das kann an meinem Gerät liegen, wie gesagt. Aber der Bass auf Schallplatte gefällt mir einfach besser. Die Höhen finde ich keinen großen Unterschied. Beides, weil meine Kette sehr warm ist, auch mit dem Rega-CD, mit dem Rega-Plattenspieler und mein SACD-Player, der Pioneer. Das ist beides sehr warm, habe ich das Gefühl. Und deswegen fühlt man da und spürt man keinen großen Unterschied bei den Höhen. Die Mitten, ja, sind etwas weiter nach vorne gesetzt bei der SACD, bei der CD allerdings auch. Wir reden jetzt nur digital gegen Vinyl. Also für mich, der Vergleich hat sich gelohnt. Ich bin froh. Ich bin froh, dass die Dinger echt gut klingen. Das macht Spaß, denn wer Bitches Brew oder irgendein anderes fantastisches Album einfach sehr gut hören möchte, SACD-Player hat, aber nicht gleich 90, 100 oder noch mehr Euro für eine Vinyl-LP ausgeben möchte, ist mit den SACDs gut beraten. Und da übrigens auch mit den CDs, denn auch dieses habe ich blende euch das mal ein, auch dieses Album habe ich als ganz normale CD da. Ich glaube auch dieses, ich guck mal, ich blende das aber ein, damit ihr mir glaubt. Und das ist ein Unterschied da, ja, aber der ist digital zu vernachlässigen, finde ich. Kann sein, je höher die Kette, je höher wertiger die Kette, desto mehr Unterschiede hört man. Ich finde, man hört den Unterschied sowieso, aber marginal. SACD, CD, SACD macht mehr analogen Spaß, trotz digitalen Formates, finde ich. Ansonsten, die beiden gegeneinander geht gar nicht, denn die Voraussetzungen gibt es gar nicht, um das miteinander zu vergleichen. Man könnte es wahrscheinlich messtechnisch erfassen, aber auch das wird schwierig von den Geräten her, von der Peripherie. Wie will ich das denn machen? Was für ein Gerät setze ich denn gegen den Plattenspieler, damit ich denke, dass er ungefähr gleich klingt? Also, ich glaube, das geht nicht. Ansonsten, SACD gegen Vinyl. Jedem das Seine. Wenn ihr die beste Klangqualität auf CD haben wollt, Streaming bin ich komplett raus. Das ist nicht meine Sache, finde ich. Lohnt sich das vor allem, und das ist das Hauptargument für mich, wenn ihr fantastische Qualität, wie gesagt, diese LP-Qualität, alles dick mit Inlays,
mit Innenhüllen für CDs, für diese SACDs. Ich finde es fantastisch, ich finde es ein Riesengimmick. Und für Alben, bei denen ich nicht so viel Geld ausgeben möchte, genau das Richtige für mich. Sammler, es macht sie schön im Regal. Es macht Spaß, die Dinger ebenso wie Schallplatte in den Händen zu halten und während die Musik läuft, anzuhören, die Texte mitzulesen. Super schöne Sache für eine CD. Auch teuer, natürlich. Allerdings weit weg davon. Ja, wie gesagt, das war mein kleiner SACD gegen Vinyl. Test, obwohl es gar nicht geht. Ich hoffe, ich habe es irgendwie verdeutlichen können, was ich meine, was für Unterschiede ich gehört habe bei diesen nicht vergleichbaren Formaten. Ich bleibe für mich natürlich bei Schallplatte, wie schon mal ein ganzes Jahrzehnt knapp. Und zum Spaß bei anderen Alben höre ich nach wie vor gerne CD und ganz besonders SACD durch den kleinen Klang. Vorteil. Das war es aber schon wieder. Ich glaube, wir sind schon wieder viel länger, als ich wollte, als ich dachte. Freunde, danke fürs Zuschauen bei diesem kleinen Experiment und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.